So, hallo ihr Lieben, zur nächsten Folge Love Island. Ja, wieder obergeil, wie ich finde. Und heute wird das Thema sein, welche Wirkung es auf Frauen hat, wenn ein Mann nicht in seiner Polarität ist. Es wird wieder absolut großartig, muss ich sagen. Die Sendung hält, was sie verspricht. Und ja, wir fangen gleich mal an. Ja, wir heute im Fokus ist auch vor allem Joshua, der da ja Chiara, also erst mit der Weinflasche, die er nicht aufgekriegt hat, und dann dieses, du bist die tollste, du bist die beste Frau auf dem Podest gehoben nach einem Tag. Jetzt schauen wir uns mal die Konsequenzen an, die das hat. Ein bisschen auch an der Echtheit, weil es mir halt einfach zu schnell ging. Ich habe halt echt Angst, dass er so macht und mich auch zu sichern. Ja, also da geht's schon los. Das ist, ja, wenn eine Frau eigentlich einen Mann erstmal gut findet und dann ist er nicht in seiner Polarität und dann, ja, dann passiert das, dann merkt die Frau, irgendwie finde ich ihn nicht mehr so gut und sucht Gründe, tendenziell, das ist jetzt alles total vereinfacht, ich weiß, aber sucht tendenziell Gründe, warum sie ihn nicht mehr gut findet. Einfach, aber er war nicht in seiner Polarität. Und hier haben wir jetzt, dass sie sagt, es geht mir zu schnell. Das ist so typische Aussagen dann, wenn einfach, ja, sie ihn irgendwie nicht mehr so gut findet und sie fängt sogar an zu weinen dann. Also das, okay, das ist wahrscheinlich irgendwas für sie speziell, aber das sind genau die Auswirkungen. Das ist echt krass. Ja, nächstes Thema ist dann, dass die Frauen sich beschweren, dass die Männer nicht mit ihnen reden. Das ist ja auch, was ich mein, immer wieder sage in meiner Arbeit auf dem anderen Kanal, dass ja, man, also Frauen, ja, Frauen wollen reden mehr als Männer und ein Mann muss mit einer Frau reden, auch über die ganze Beziehung, nicht nur um Dating. Und ja, das wird halt hier nicht gemacht. Auf der anderen Seite denke ich mir so, dass die auch die Liebe suchen. Ich finde halt komisch, dass sie mit keinem reden. Ja, das ist ja das. Das fand ich ja zum Beispiel auch bei Henrik. Deswegen habe ich auch bei Henrik zum Beispiel gesagt, dass ich es mutig finde, weil die anderen es auch nicht machen. Eigentlich dürfen wir das gar nicht übel nehmen. Er hat ja trotzdem mal geguckt, ne, mit allen so. War halt nur eine blöde Situation. Wir sind alle hübsche Frauen. Wäre ja auch dumm, wenn man sagt, nur die anderen jucken mich nicht, ne? Wird bemängelt. Und was ich jetzt wirklich krass finde, also das ist wirklich aus dem Lehrbuch, dass Henrik, obwohl er ja mehrere, also Henrik hat mehrere Frauen angesprochen, oder zwei, sagen wir mal so, mindestens zwei, wurde dafür erstmal verurteilt und jetzt, wie wir sehen, wird er geschätzt. Dafür wird gesagt, ja, aber der hat wenigstens mit uns geredet, hat nicht nur mit einer geredet. Das heißt, obwohl er sich eigentlich so schlecht verhalten hat, in Anführungsstrichen, kommt er jetzt schon wieder super gut weg, weil er einfach voll in seiner Polarität ist. Ne? Also das ist echt ein Geheimnis für Männer und kommt besser weg als die netten Männer. Es ist, viele nette Männer werden dieses Schicksal kennen. Ja, jetzt kommt eine super lustige Aussage von Aurelia, mit der Henrik ja zugange ist. Also ich denke, dass der Henrik auf jeden Fall nicht so ein Bad Boy ist, wie ich gedacht habe. Nein. Und ja, es ist halt einfach schwer, hier im Haus die Menschen so einzuschätzen, wie sie sind und ja. Nein, das ist natürlich kein Bad Boy. Auf gar keinen Fall. Nein, dieser Mann ist überhaupt kein Bad Boy, der sich natürlich noch nie verliebt hat und nach einem Tag sagt, ich brauche meine Freiheit. Nein, ist kein Bad Boy. Das wird noch lustig werden. So, nochmal eine kleine Kostprobe von Henrik. Er nimmt mal wieder die Sache in die Hand. Das ist einfach Alpha-Mann-Verhalten. Henrik hat dafür einen stabilen Plan. Okay, Leute, wir haben heute ein toughes Programm, ne? Ja? Ja, also gleich machen Marc und ich einen kleinen Meditationskurs hier im Pool. Drei. Mit euch zusammen. Drei. Okay, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Ja. Er sagt, hey, wir meditieren jetzt alle. Er fragt nicht, habt ihr Lust zu meditieren, sondern er sagt, hey, wir meditieren jetzt alle. Komm, wir gehen am Pool. Auch das wieder, also er macht das einfach gut, übernimmt das Kommando für die Frauen, ganz klar der Leader da unter den Männern, kriegt das meiste Interesse ab. So ist das. Ich meine, wir sind Säugetiere, ne? Also irgendwo auch, klar gibt es da einen kulturellen Überbau, aber ja, so ist das. Und jetzt kommt noch eine ganz großartige Szene, wo nochmal klar wird, dass er einfach der Chef ist, auch unter den Männern. Legt vielleicht die Hände auf die Knie.
lass die Füße ein bisschen im Wasser treiben und hört der wundervollen Stimme von Hendrik jetzt zu. Ja, der liebe Marc darf die Vorübung ansagen, netterweise, und übergibt dann an Hendrik, der einfach ganz klar zeigt, er ist der Chef hier. Wird natürlich auch die anderen Männer fordern ihn natürlich auch nicht heraus. Das ist vielleicht auch nicht die beste Idee, aber ja, so ist es, ne? So, wieder zurück zu Chiara. Wir schauen mal rein. Ich bin so durcheinander und fertig, weil hier so viel passiert innerhalb so kurzer Zeit. Aber musste ich halt auch mal weinen. Und ich bin einfach komplett überfordert mit allem. Dass Josu auch direkt von Anfang an zu jeder Granate gesagt hat, ich bin happy mit meinem Couple. Und wo ich mir dann so dachte, okay, finde er mich jetzt wirklich so toll. Man weiß ja auch nicht, ob er jetzt wirklich so interessiert ist an mir oder ob er sich einfach helfen will von Anfang an. Und ich habe keinen Bock auf irgendjemand, der eine Taktik fährt. Immer noch am Weinen, immer noch unsicher, immer noch schlecht drauf, weil, was jetzt immer deutlicher wird, sie einfach nicht mehr auf ihn steht. Sie weiß ja wahrscheinlich, vielleicht weiß sie selber nicht warum. Und ja. Ja, und meiner Ansicht nach projiziert sie ihr eigenes Thema auf ihn. Sie ist sich nicht mehr sicher, ob sie ihn gut findet. Er findet sie noch gut. Und dann sagt sie, ja, ich bin so unsicher, meint das wirklich ehrlich? Würde ich jetzt mal, also das finde ich ziemlich deutlich, dass sie nicht mehr auf ihn steht. Ja, es geht sogar so weit. Schauen wir mal rein. Hat die geweint? Ja. Wann? Die hat heute geweint. Wann? Heute doch. Wann denn? Safe. Chiara hat geweint von? Was? Vorhin. Dass sie das nicht mal sagt, ihrem Typen, Joshua. Er kriegt da gar nichts von mit, irgendwie. Er fährt das jetzt von den anderen Männern, natürlich auch oberpeinlich irgendwo für ihn. Und ja, muss jetzt das Gespräch suchen mit ihr. So, und das Gespräch ist wirklich jetzt großartig, hört mal rein. Ja, ich fühle mich so schlecht, weil eigentlich kann alles so schön sein und er ist ja auch süß zu mir. Ich hätte auch mal gern vielleicht mit irgendeinem gesprochen, nicht weil ich jetzt direkt ein neues Couple möchte oder weil ich hier, ne, alle Optionen offen halten möchte. Ja, im Grunde genommen sagt sie, also ich finde, also wenn ich sowas hören würde, für mich wäre der Drops gelutscht mit einer Frau. Ich würde sagen, ey, alles klar, melde dich, wenn du wieder mehr Interesse hast. Also sie sagt eigentlich ganz, also zwischen den Zeilen, ganz klar, ich stehe nicht mehr auf dich und bereite dich darauf vor, dass ich mit dem nächsten Mann, der hier reinkommt, reden werde. Das sagt sie. Und er ist ein bisschen pisst, will natürlich auch jetzt keinen, klar, was bringt es, sich da jetzt aufzuregen. Meiner Ansicht nach könnte er in der idealen Welt noch lockerer einen Scherz drüber machen, an sich abperlen lassen, aber er ist eben nicht Hendrik, ist eben Joshua. Und es wird auch noch krasser später. So, jetzt beschweren sich. Schauen wir mal rein. Ich glaube, mich hat noch niemand so von selbst aus so richtig gefragt. Und wie ist es so für dich? Genau, das ist das. Keiner. Ich frage auch zum Beispiel. Ich habe auch Marc gefragt. Und, ne? Wer ist dein Favorite? Oder ich glaube, bei Luca hatte ich auch mal nachgefragt. Aber so, die interessieren sich für keinen von uns. Ne. So. Die Mädels wieder darüber, dass die Jungs mit ihnen reden. Und Hendrik spürt es natürlich. Und was macht er? Er redet mit ihr. Also ohne, dass sie es überhaupt gesagt hat, merkt er, okay, ich muss mal wieder was machen. Auch wieder. Er macht's echt gut. Eine Leuchte namens Hendrik. Aurelias Kappel. Ich wollte noch mal kurz so mit dir reden. So. Naja, ich wollte sowieso schon den ganzen Tag mit dir quatschen. So. Ja. Und natürlich verstehe ich auch eure Anspannung und so. In gewisser Weise, weil zwei oder so kein Kappel haben oder so. Ja, und er ist wieder verständnisvoll. Er ist wieder lustig. Einfach Naturtalent, muss man einfach sagen. Wie gesagt, wahrscheinlich Bad Boy, aber ich habe keine Lust, das immer wieder zu fokussieren. Also er ist einfach ein guter Dater, muss man einfach sagen. Und was sie jetzt in diesem Gespräch auch noch macht, ist, dass sie sagt, sie möchte gern mehr von ihm, sie möchte gern, dass er mehr mit ihr macht. Für mich ist es einfach nur wichtig, dass du mir offen sagst, was du denkst. Oder wie viele Stunden wir reden, darum geht es mir gar nicht, aber einfach nur, dass ich weiß, was in deinem Kopf vorgeht. Dass er mit ihr redet, dass er ehrlicher ist, aber auch, dass er mehr macht einfach. Und das ist eigentlich genau, wo er sie haben will, dass sie mehr von ihm will. So, ne? Das ist einfach genau da möchte man sein beim Dating, dass die Frau mehr von ihm will und nicht, dass man hier hinterher rennt. Und Frauen möchten natürlich auch da sein, dass der Mann sie will, ist klar, aber wenn der Mann sie zu sehr will, gerade am Anfang, oder dass so ein bisschen bedürftig rüberkommt, ist wiederum nicht so cool. Das ist wirklich ein schmaler Grat.
Aber er hat sie jetzt auf jeden Fall genau da, wo ich denke, wo er sie haben will. So, ne? Ohne jede Wertung. Das sehen wir jetzt auch in der nächsten Szene. Es ist voll warm. Und voll kalt. Ich bin heiß gelaufen. Ja, sie ist nicht dominant, was Männer ja auch häufig gar nicht mögen, sondern es schnurrt wirklich, ne? Und ja, also natürlich ist sie trotzdem, also ich finde auch sie voll in ihrer Polarität hier, selbst, also selbstbewusst, sagt auch, wenn ihr irgendwas nicht gefällt. Und aber ja, sie ist voll da, kuschelt sich an ihn und es läuft einfach. Es läuft, ne? Und jetzt hören wir mal so in die Tagesauswertung von Aurelia rein. Ich finde, dass er heute sich extrem viel Mühe gegeben hat. Er macht sich echt und von seiner Seite aus kommt er auf jeden Fall schon was. Ja, ich würde sagen, 10 Punkte, ne? Er macht es einfach gut. So, jetzt haben wir, ich glaube, wie heißt die Chiara, wieder am Projizieren. Hören wir rein. Das macht sie irre. Ich würde Joshua gerne mal erleben, so wenn hier jemand reinkommt und ich mich trotzdem mit jemandem unterhalte, so weil mich halt seine Eifersucht ein bisschen beunruhigt. Halt. Stimmt. Das heißt, sie denkt drüber nach, was ist, wird er eifersüchtig, wenn ich mit einem anderen Typen rede, aber im Grunde genommen geht es darum, ich denke drüber nach, mit einem anderen Typen zu reden. Das ist, was sie sagt. Also Joshua ist meiner Ansicht nach, hat jetzt nirgendwo erkennen lassen, dass er schnell eifersüchtig wird, sondern sie bereitet einfach vor, dass sie mit anderen irgendwie dieses Couple zu verlassen, um mit einem anderen Mann zu reden. So. Und möchte scheinbar dafür nicht die Verantwortung übernehmen, zumindest vor sich selber nicht. Und deswegen geht es ihr auch so schlecht, weil sie denkt, jetzt sieht doch gut aus, aber das so funktioniert es halt nicht. Ne? Das hört sie halt irgendwie nicht an. Sonst würde sie nicht so reden, garantiert nicht. Und nochmal zu Aurelia und Henrik. Ich heute eigentlich wieder ganz geil. Ich auch. Das war wieder ziemlich... ziemlich gut. Auf einem ziemlich hohen Niveau. Ja, fand ich auch. Es läuft, es läuft, es läuft. Habe ich glaube noch gar nicht so in der Sendung gesehen. Also, keine Ahnung, was jetzt noch passiert, aber bis hierhin, wie aus dem Lehrbuch. So, jetzt gibt es den 100. Punkt für Henrik, weil er macht noch... Also, ich glaube nicht, dass er das bewusst macht. Er ist einfach... Naturtalent. Er macht jetzt, was eine super Idee ist bei einer sehr attraktiven Frau, die hört natürlich den ganzen Tag, oder den ganzen Tag weiß ich nicht, aber sie hört viele Komplimente über ihr Aussehen, klar, die sehen ja alle gut aus. Und er macht etwas sehr Geschicktes. Ja, Intelligenz ist mir halt auch mega wichtig. So. Charakter ist das eine, ne? Intelligenz ist nochmal das andere. Mhm. Und du scheinst halt auch so zu der halbwegs bewandert eigentlich. Also das ist das beste Kompliment, was man mir machen kann. Da merkt man, dass er mir auch wirklich zuhört. Er macht dir ein Kompliment über was anderes als ihr Aussehen. Das ist einfach grandios und auch das verfängt wieder zu 100%. Und also ich habe es wirklich jetzt in ein, zwei Tagen geschafft, dass sie sich verliebt fühlt in ihn so. Ne? Ja, sie fühlt sich jetzt gesehen und so. Aber ich muss auch sagen, ich finde, ich weiß nicht, ob Aurelia jetzt wirklich diesen Typ Mann möchte, aber auch Aurelia macht es gut. Also sie macht es ihm auch nicht zu leicht. Sie, soll ich mal sagen, zickt nicht rum, macht ihm kein Drama, keine Szenen, ist lösungsorientiert. Auch Aurelia macht das echt gut, meiner Ansicht nach. Wie gesagt, ob sie jetzt die richtige Wahl da trifft, egal, ist ja auch... Ob das jetzt wirklich eine Rolle spielt in der Sendung, weiß ich nicht. Aber wir kommen jetzt mal wieder, hatte ich ja auch schon angedeutet, zu Melina. Weil Melina ist, glaube ich, für Männer eher so ein bisschen, also so, was Männer echt aus dem Pushen hebt, dieses super emotionale, völlig unvorbereitete, auch... Ja, ich fällt kein anderes Wort ein, einfach zickige und wir hören mal rein. Die Jungs haben Spaß. Fehler. Spannend? Wenn ihr eine Frage habt, dann kommt ihr hin und fragt, aber lauscht doch nicht. Ihr lauscht doch gerade bei uns. Hä? Hey, wir drehen uns um und ihr guckt alle her. Also, eiskalt. Keiner weiß warum, keiner weiß, was sie hat irgendwie. Einfach schlechte Laune, lässt es aus an allen.
Und muss aber auch sagen, dass Joshua da jetzt auch nicht besonders cool, also er steigt voll drauf ein, ist genervt, ja, also wie ein Mann natürlich oft ist, aber nicht sein sollte, kommt aus seiner Mitte, kommt aus seiner Fassung, macht, anstatt dass er einen blöden Witz drüber macht oder sie einfach links liegen lässt, ja, steigt da drauf ein und gibt ihr Grund, wie wir jetzt gleich sehen werden, noch zickiger zu werden und einfach wegzugehen. Wir haben die ganze Zeit nur uns den Arsch abgelacht, weil wir uns Witze erzählt haben. Was auch immer Melina hören wollte, es war nicht das, was Luca gerade gesagt hat. Da ist jetzt wohl Beziehungsarbeit fällig. Ja, also klar, sie ist mit Luca, also Luca ist natürlich genauso, entschuldigt sich, wofür, hat gar nichts gemacht irgendwie, steht nicht ein für sich. Melina ist, also warum auch immer jetzt, verhält sich wie eine Frau, die nicht gerade so in ihrer Polarität ist in diesem Moment, rennt weg, ist genervt, reizt. Ja, ich glaube auch in diesem Moment ein bisschen toxisch für Luca, glaube ich. Also es haut ihn richtig aus den Socken, sieht man auch noch später, wie er echt dran zu knacken hat, wie verletzt er ist. Und das ist für einen Mann echt gar nicht toll, wenn man gar nicht weiß, was soll das jetzt, warum kriege ich jetzt hier so einen Alarm irgendwie, ich habe doch gar nichts gemacht und was ist denn jetzt los? Ja, er hat nichts gemacht, sie hat halt, weiß ich nicht, was mit ihr ist, also deutet sich schon länger an, auch sie, denke ich, steht nicht auf ihn, aber gut, da kommt sie dann auch noch, ja, sie ist halt anders, sag ich mal. Aber im Endeffekt auch hier das Problem, keine Attraction so richtig, ne? Aber gut, das war ja eigentlich von Sendung 1 an schon. Gut, was ich jetzt gut finde, gucken wir mal die Reaktion von ihm. Was ist denn Ihr Problem? Ich check's echt nicht. Ich versteh's nicht. Was echt nicht? Soll ich da jetzt hinterherlaufen oder was? Nee. Bin ich Ihr Hund? Als er sagt, also das finde ich wirklich richtig gut, dass er sagt, ey, ich bin auch kein Hund, ich laufe jetzt nicht hinterher. Trotzdem trifft es ihn sehr, aber das macht er absolut, würde sich echt zum Affen machen. Absolut richtig. Gut, ja, sehr spannend. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt, wie es weitergeht. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt und schaltet wieder ein, like, kommentiert, abonniert meinen Kanal und genau, kommt jetzt, glaube ich, ein zusätzlicher Mann rein heute und ja, auch zwei Frauen übrig, die sich wahrscheinlich um ihn kloppen werden, aber ich habe das Gefühl, da wird sich noch mehr bewegen. Ich bin echt mal gespannt auf diese Paarzeremonie. Ich glaube, es hängt wirklich sehr davon ab jetzt, wer wählt. Wenn die Männer wählen, wird es wahrscheinlich wenig Überraschung geben. Wenn die Frauen wählen, könnte ich mir vorstellen, dass es echt überraschend ist.